Na, hoffentlich treffen wir nicht auf eine Schar von diesen Dörflern, aber sieht okay aus. Na nu, wo sind die denn alle hin? Ich will doch erstmal hier runterschauen. Was gibt's denn hier? Ah, Fässer. Da hinten ist auch eine Leiter. Sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Aber vielleicht brauchen wir irgendetwas aus der Kirche. Oder aus dieser Kapelle oder was auch immer das sein soll. Weil die Anordnung hier drin ist eher, sieht eher weniger nach einer Kirche und Kapelle aus. Eine verdammte Schlange. Bin ich vergiftet? Energie ist grün. Ich habe keine Anzeige. Sieht nicht so aus. Okay, okay. Wo ist denn das Ding hier? Verdammt. Viper. Ich hab sie wohl doch erwischt. Okay. Wofür auch immer man die braucht, ich nehme sie mal mit. Vielleicht kann man daraus ein Gegengift gewinnen. Okay, es sieht eher aus wie eine Versammlung. Okay. Dieser Penner schon wieder. Das sind aber mal eine ganze Menge Schädel. Vielleicht haben sie hier ihre... Ja, da ist auch eine Blutlache auf dem Teppich. Bestimmt haben sie hier ihre Opferungen durchgeführt. Die Auslosung. Boah, das sind echt verdammt viele. Wir haben ja vorhin etwas von der Auslosung gelesen. Bestimmt wurde das hier durchgeführt. Und dann wurden die entsprechenden geopfert. Ho, ho. Das ist ja mal ein verdammt riesiger Schädel. Was haben wir denn da? Illuminatus 4.9. Schlafe selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Ah, grundgütiger. Fanatiker Sekten, ich wusste es doch. Ja, ein riesiger Schädel, da hätte ich nicht extra draufklicken müssen, das habe ich auch so gesehen. Okay, aber da scheint eine riesige Beule unter dem Verband am Kopf zu haben. Na, nu. Naja. Auf jeden Fall. Oh, ein Schatz. Gut, dass wir nochmal einen Blick auf die Karte geworfen haben. Haha. Ja, jetzt haben wir alles. Der gibt sicher noch ein paar gute Pesetten. Wir brauchen Pesetten. Oh. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Na, dann ziehe ich mir das doch gleich mal an, mein kleiner vermummter Todeshändler. Händlertipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich da etwas für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst versossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen, nicht wahr? Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine unzähligen Messer, du ahnst es sicher, in Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An dem Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieße sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle.
Sieh sie auf eine Oberfläche und sie werden zu Nahrungsminen. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert, nicht wahr? Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willst du damit etwas sagen, dass ich stinke? Ah, ein blauer Zettel. Vipernjagd. Ein guter Freund ist zwergkrank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Auftrag: 3 Vipern verkaufen. Gebiet: nicht spezifiziert. Belohnung: Spinel mal 4. Ja. Das klingt interessant. 3 Vipern. Warum tust du dir nicht was Gutes? Könnten wir finden. Aber jetzt will ich doch erstmal, weil wenn hier der Händler ist, dann geht es mit Sicherheit da unten doch nicht weiter. In dem Brunnen, in dem wir vorhin waren, in dem hier. Also schauen wir uns das doch mal etwas genauer an. Denn hier findet sich bestimmt noch das ein oder andere Item. Und mal sehen, wo wir auf der anderen Seite rauskommen. Da war ja schließlich eine Leiter angezeichnet. Ja, auf jeden Fall ziemlich düster hier. Aber wenn es sich lohnt... Ah. Eine verdammte Radone. Eine Schlange wäre mir lieber. Naja, eine haben wir ja schon. Sieht aus wie die Kloake von dem Dorf. Da werfen sie einfach den ganzen Müll rein. Naja, muss auch irgendwo hin das Zeug, nicht? Okay. Wo sind wir denn hier? Ah, okay. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Das ist quasi ein alternativer Weg gewesen. Gut, alles klar. Wieder zurück zur Kirche. Kurz verlaufen. Wisst ihr was? Ich gehe einfach wieder zurück durch den Brunnen. Wahrscheinlich stand ich gerade unmittelbar davor, vor der Kirche. Aber... Ja, hab's verkackt. Wo war denn jetzt dieser blöde Brunnen? Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Verwirrung. Ich glaube, ich werd alt. Der war doch hier. Da ist er. Sag ich doch. Okay. Auf zurück zu unserem Händler des Todes. Und dann wollen wir mal sehen, was er zu verkaufen hat. Diesen Bolzenwerfer hat er uns da schon ziemlich schmackhaft geredet, nicht wahr? Da werden wir mal einen genaueren Blick drauf werfen. Okay, ansonsten passt alles. Keine Schätze mehr hier. Jawollo. Ich muss sagen, schön eingerichtet, schön programmiert. Da stecken Details dahinter. Das macht Spaß. Die Kerzen auf den Schädeln. Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal fest. Ja, solche Räumlichkeiten zu erkunden. Da lacht das Herz. Ah, wir haben noch einen Saphir. Den können wir doch einsetzen. Nicht hier, sondern da. Ich nehme mal den blauen. 19.200. Was ist, wenn ich jetzt 2 rote einsetze? 18.000. Oh ne, da war es vorher mehr wert. Die Reihenfolge sieht auch gut aus. Da ist alles drin, da ist auch alles drin. Mehr haben wir nicht zum Einsetzen. Na, dann heben wir uns den einen Rubin noch auf. Denn wir finden bestimmt neue Sachen. Oh, der ist auch 8.000 Pesetten wert. Alte Kompass. Ja, und die alte Kette sowieso. Wenigstens ein bisschen. Ja, coolio. Dann würde ich sagen, verkaufen wir doch mal den ganzen Scheiß. Und sehen zu. Willkommen! Dass wir uns was ordentlich gönnen. Eine Ware im Angebot, Fremder. Ich hätte gern diesen kompletten Matrix-Mantel. Mit Inhalt.
Ich kaufe fast alles. Gut. Schön zu hören. Fremder! Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Oh ja. Jetzt haben wir knapp 90.000 Pesetten. Ich habe noch andere Sachen auftreiben können. Komm jederzeit wieder. Bevor wir jetzt Scheiße kaufen und irgendwas falsch machen, erstmal speichern. So. Willkommen. Na, bin. Preisreduzierte Ware. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Ja, ja. Könnte dir das Leben retten. Rabatte sind nur in den jeweiligen Kapiteln einmalig da. Okay, der Bolzenwerfer ist 20% reduziert. Naja, ich würde sagen, für 8.000... Für diese Waffekauf braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Hühnereier? Hatten wir. Gut, okay, also MP kaufe ich nicht. Ich bin sowieso knapp an Munition, da brauche ich nicht noch etwas, das Unmengen an Blei hagelt. Das ist, was ich derzeit habe. Der hört auch nicht auf zu reden, ne? Okay, ich habe so ein Gefühl... Oh, Rezepturen, stimmt. Blendgranate und Rezeptur für Bolzen, die können wir dann herstellen aus Ressourcen. Naja, wir haben den Bolzenwerfer, dann nehmen wir die Bolzen natürlich auch mit. Viel Spaß bei der Zubereitung. Ich habe so ein Gefühl, das Gewehr werden wir früher oder später noch brauchen. Jetzt halt doch mal die Fresse, du Sack! Ich kleb sie dir zu. Ja. Zielfernrohr für 4.000, wenn wir schon so ein Gewehr haben. Dir, Fremder. Nehmen wir das auch mit. Und Blendgranaten. Ja, komm. Informationen sind heutzutage eine Ware. Haltbarkeit, Messer. Ah, Moment. Ich will zuerst mal meine Terminator-Pumpe aufwerten. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Probier mal, ob's passt. Na klar, passt das. Und Magazingröße. Das ist auch vorteilhaft. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Nice. Very nice. Nachladen. Okay, ist erstmal irrelevant. Pistole. Ja, womit bin ich eigentlich erstmal... Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ich denke gerade darüber nach, dich zu knibbeln. Bolzenschussgerät, ja, okay, ist klar, das haben wir gerade erworben. Gewehr, es ist auch neu. Messer. Oh, auf jeden Fall reparieren, das hätte ich beinahe vergessen. Das ist wichtig. Messer reparieren. Okay, Angriffskraft steigern kann ich nicht mehr. Wir haben jetzt noch 6.700. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Na dann, was kann ich für dich tun? Tauschen. Das haben wir alles schon. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Gelbes Kraut will ich nicht und für die anderen Sachen brauche ich noch ein paar Spinelle. Stirb mir da draußen nicht weg, haha. Aber die kriegen wir, wenn wir die Schlangen gefunden haben. Eine haben wir schon. Jetzt habe ich natürlich eine Menge Waffen im Repertoire. Ich hätte mir einen größeren Koffer kaufen sollen. Ich Vollidiot, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber wir können Flintenmunition herstellen. Da lacht das Herz. Erstmal das Küchenmesser ausrüsten. Ah, stimmt, Schnellzugriffe. Das Gewehr packen wir mal nach oben. Was ist mit dem Ding hier? Nach ganz oben, ja. Ich muss hier gleich mal ein bisschen Ordnung schaffen. Hier ist alles so durcheinander. Jetzt... Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun?
Die Viper kann ich auch gleich verkaufen. Haha, ich wusste, du bist ein Macher. Schon mal 1 von 3. Damit habe ich komm wieder etwas mehr Platz. Wieder. So, und jetzt ganz ehrlich, 4 Waffen. Das halte ich für Luxus, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen die natürlich erstmal austesten. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die Sortierung hier machen sollte. Ich habe einfach viel zu viel Waffen dabei. Ich habe eine Pistole für normale Fights, die Pumpgun für harte Brocken und dann brauche ich noch das Gewehr für Entfernung. Der Bolzenwerfer ist eigentlich überflüssig momentan. Sollte ich mir für später aufheben. So. Das Zielen ist aber komisch. Das hat eine Verzögerung. Wenn ich in die Richtung schwenke, den Stick, dann dauert es eine halbe Sekunde und dann zieht das Gewehr erst nach. Das ist ganz komisch. Das fühlt sich extrem komisch an. Naja, mal sehen, wie es im Kampf sein wird. Okay, das ist der Bolzenwerfer. Minenaufsatz anbringen. Ja, hab mir natürlich noch keinen. Okay. Aber ganz ehrlich, 4 Waffen sind mir momentan zu viel. Ich kann doch hier mal was ablegen. Da packe ich den Bolzenwerfer erstmal mit in die Aufbewahrungsstation. Den heben wir uns für später auf. Aber wir haben ihn gekauft. Wir besitzen ihn, er war schließlich im Angebot, 20% reduziert, da muss man zuschlagen, nicht? Das sind alles Pesetten, die man spart für andere Artikel. So, jetzt bin ich hier, denke ich, erstmal zufrieden. Warte mal, was ist eigentlich dieses Zahnrad da? Zubehör? Ah, und das ist dieses gekaufte Zielfernrohr. Jetzt habe ich es abgewählt. Ah, Kimmer und Korn, alles klar. Nee, hat mir das Zielfernrohr schon besser gefallen. Gut, dass wir das auch mitgenommen haben. Zubehör wieder drauf pflanzen. Ja. Besser. Okay. Schnellzugriff, passt noch alles. Very nice. Gut, dann bringen wir jetzt mal ein bisschen Ordnung hier rein. Stimmt, die kann ich auch noch nachladen. Yes. Wunderbar. Okay. Jetzt werden wir hier mal Ordnung ins System bringen.
Jawohl, jetzt sind wir ausgerüstet und bereit. Wollen wir noch einmal speichern und dann ab ins nächste Gebiet. Mal sehen, was uns hier alles erwarten wird. Ich bin gespannt. Let's go.